Boah, auf jeden Fall Ruhe bewahren. Auch wenn es mal hektisch wird im Verein hier. Das kommt ja nicht so selten vor. Und ja, ich denke, das habe ich über die Jahre und die 100 Pflichtspiele ganz gut hinbekommen. Boah, einen ist schwer. Da gab natürlich in den letzten Jahren viele Highlights. Ja, ich glaube, wirklich einer der emotionalsten war dann wirklich der Aufstiegsmoment, wo dann wirklich dieser Ballast abfiel und ja, da ein, zwei Tränen flossen. Aber auch nicht zu vergessen Bayer Leverkusen, wo du wirklich dann, wo der Engel da Ding unten unter die Latte nagelt, ne, und wir dann da weiter waren, das war auch Wahnsinn. Und gerade wenn wir jetzt auch Basti, Enne und mich sehen, wir sind eigentlich schon eher Innenverteidiger und wissen, was der andere macht. Ich kann auch links spielen, so. Wir sind in den Köpfen der anderen drin. Ne? Enne hat auch mal rechts gespielt. Von daher glaube ich, passt das ganz gut und wir wissen, ja, wie wir miteinander da zu spielen haben mittlerweile. Also macht eigentlich jetzt relativ wenig mit mir. Ist sogar meistens geiler, wenn man gegen die spielt, weil ja, dann liegt der Druck so ein bisschen bei denen, die müssen. Natürlich müssen wir auch noch Punkte sammeln, das ist klar. Aber ich sag mal, wenn es jetzt nach Dresden geht oder so, ja gut, da brauche ich keinem erzählen, dass das wirklich ein Spiel ist, ja, wo sich jeder drauf freut. Ne? Ja gut, im Hinspiel war das so die Truppe, die da irgendwie, glaube ich, ganz viele Spiele am Stück nicht verloren hatte und noch gar keine Niederlage einstecken musste. Ja, und genau das haben wir dann bewiesen, dass auch das geht. Und warum soll uns das nicht erneut gelingen? Ach, du spielst doch nicht Fußball, um einen Zähler da zu holen. So, dann kannst du auch direkt den Bus parken, das brauchen wir nicht. Also, ich glaub, man spielt Fußball, um zu gewinnen. Alles andere, wenn es jetzt nicht gegen Barcelona geht, ist Quatsch. Ja, also ich habe es nur im Kopf, weil ich unbedingt in Dresden spielen will. Das ist so mein einziger Gedanke, dass ich das irgendwie vermeide oder vorher regle. Aber ansonsten, ich meine, das ist jetzt auch schon, weiß nicht, wie viele Spiele der Fall. Und so habe ich das jetzt nicht im Kopf, nee, im Spiel nicht.